Herzlich willkommen zum Tutorial Blink Learning – Medien und interaktive Übungen im Buch. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie auf die Inhalte in Ihrer digitalen Ausgabe im LMS Blink Learning zugreifen können. Das heißt, Sie erfahren, wie Sie die Mediendateien im Buch abspielen können und wie die interaktiven Übungen bearbeitet werden können. So, wir steigen direkt im Buch ein. Wie man das Buch aktivieren kann, das zeige ich Ihnen in einem eigenen Video. Ihre Bücher sehen Sie, wenn Sie als Lehrer angemeldet sind, im Hauptmenü unter Inhalt und Meine Bücher oder auch in den jeweiligen Kursen, in denen die Bücher dann ebenfalls unter Inhalte zum Einsatz kommen. Zuerst gehen wir mal in ein Kursbuch, zum Beispiel in das hier. In den Kursbüchern sind alle Audio- oder Videodateien direkt integriert. Jetzt öffnet sich das Inhaltsverzeichnis. Hier sehen Sie gleich die einzelnen Kapitel und können eins davon auswählen. Dann nochmal auf den Link hier klicken und schon öffnet sich die Buchseite. Das sieht genauso aus, wie Sie es auch aus dem gedruckten Buch kennen. Hier können Sie mit den Pfeilen nach vorne oder zurückblättern. Spannend wird es, wenn Sie auf den Seiten solche Symbole sehen. Das heißt nämlich, dass hier zusätzliche Inhalte abgespielt werden können, zum Beispiel Hördateien oder Videos. Das Symbol mit den Noten heißt, hier gibt es eine Audiodatei. Die klicke ich jetzt mal an. Aufgabe 6b. Morgen ist doch deine Party. Was ziehst du an, Clara? Und dann kann ich sie natürlich auch wieder stoppen oder vor- und zurückspulen. Das gleiche geht dann auch mit den Videodateien. Die erkennen Sie an dem Symbol mit der Videokamera. Hier zum Beispiel. Auch die Videos können Sie natürlich jederzeit stoppen oder vorspulen. Hier gibt es auch noch Symbole, die heißen www. Bei diesem Beispiel verbergen sich hier Links zu den Tafelbildern. Hinter dem Link können aber auch andere Online-Inhalte liegen. Das kommt immer auf das Lehrwerk an. Jetzt schauen wir uns noch eine digitale Ausgabe mit interaktiven Übungen an. Das sind natürlich meist die Übungs- oder Arbeitsbücher. Also zurück zu meinen Büchern und dann wähle ich mal dieses hier aus. Man kommt auf zwei Wegen zu diesen einzelnen Übungen. Entweder man wählt im Inhaltsverzeichnis wieder die PDF-Ansicht mit Klick auf Digitales Buch aus und kommt dann auf die Buchansicht. Dann sehen Sie hier die Symbole, die für interaktive Übungen stehen. Das ist ein kleines Arbeitsblatt mit einem Stift. Es wurden also genau die Übungen aus dem Buch interaktiv umgesetzt. Mit einem Klick öffnet sich dann auch die Übung. Genau so, und dafür schließe ich das jetzt nochmal, kann man die Übungen direkt aus dem Inhaltsverzeichnis aufrufen. Das hat den Vorteil, dass man gleich alle Übungen sieht und außerdem erkennen kann, ob die Übung aus einer oder mehreren Seiten besteht. Es gibt ganz verschiedene Übungstypen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in diese Übung mal reingehen, dann können wir sehen, dass sie als Drag-and-Drop-Übung umgesetzt wurde. Das heißt, man muss die richtige Antwort in das entsprechende Feld ziehen. Das mache ich jetzt mal. So, das ziehe ich hierhin und das hierhin. So, das dauert jetzt kurz. Und wenn ich nach unten scrolle, dann kann ich die Übung bestätigen. Und ich erhalte dann durch die farbige Markierung sofort Rückmeldung, ob ich richtig oder falsch liege. Jetzt kann ich nochmal verbessern. Probieren wir es mal so. Und bestätigen. Als Schüler hat man für jede Übung drei Versuche. Die Übung von vorne beginnen kann man nur als Lehrer, sonst könnten Schüler ja so lange probieren, bis immer alles richtig ist. Wenn sie abgeschlossen ist, dann kann ich mir auch die Lösung anzeigen lassen. Und hier sehe ich die Punkte, die ich erreicht habe. Die Punkteskala geht von 1 bis 10. Eine Übung besteht oft aus mehreren Seiten. Das sieht man an den kleinen Punkten und Pfeilen. Diese Übung führe ich jetzt auch mal aus. So. Und dann bestätige ich die Übung. Und wieder sehe ich die Punkte, die ich erreicht habe. Bei der nächsten Übung kann man aus einem Dropdown passende Begriffe auswählen. Man könnte auch an dieser Stelle aufhören und das Übungsfenster schließen. Der Bearbeitungsstand bleibt dann genauso erhalten, bis man die Übung komplett abschließt. Ich bestätige jetzt und habe hier leider nicht so viele Punkte erreicht, kann mir jetzt aber dafür die Lösung anzeigen lassen. Zur letzten Aufgabe dieser Übung.
Hier muss man jetzt selber Sätze eingeben, also zum Beispiel so. Und wenn ich die Übung beendet habe, das ziehe ich jetzt mal vor, sehe ich die Punkte für die Teilaufgabe und werde gefragt, ob ich die ganze Übung wirklich beenden möchte. Und dann erhalte ich die Auswertung für diese Übungsserie. Die ist jetzt also komplett abgeschlossen und ich kann sie nur noch ansehen, aber nicht mehr ausfüllen. Auch hier sehe ich jetzt die Punkte, die ich erreicht habe. Noch ein Hinweis zu offenen Aufgaben, die gibt es natürlich auch. Das wäre zum Beispiel so eine hier. Das ist eine Übung, in der die Schüler einen eigenen Text eingeben müssen. Da hat er nicht eine bestimmte Anzahl an Versuchen, das macht ja an der Stelle keinen Sinn. Es gibt auch keine Lösung, die man sich anzeigen lassen kann. Wenn der Schüler den Text fertiggestellt hat, dann klickt er auf Antwort senden, damit sein Lehrer ihn korrigieren kann. Solche freien Texte müssen immer vom Lehrer überprüft und benotet werden. So, und das war's auch schon zum Thema Medien und interaktive Übungen im Buch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.